Servus Freunde und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge von City Skylines. Ihr seht schon, wir haben ein kleines Wasserproblem. Wir müssen da noch ein bisschen was verlegen an Rohren, denn oh ne, da hat man sogar genügend, aber ja, wir kriegen nicht genügend Wasser ran. Dementsprechend brauchen wir neue Pumpen. Wir müssen noch mal eine Pumpe anschließen. Dürfte soweit ja nicht das Problem sein. Kommt definitiv günstiger, als wir gehen mit den Steuern ein Stückchen hoch. Dann ist das soweit angeschlossen. Abwasser machen wir natürlich auch hin. Mit dem Rohren. Soweit steht dann das Ganze mit Strom. Ja, da brauchen wir auch etwas. Ich würde sagen, wir bauen sogar ein Wasserkraftwerk hin. Gut, das kostet dann 62.000, das Ding. Soweit ein Wasserkraftwerk bringt halt nichts. Schau mal, vielleicht geht es sich noch aus, dass wir auf die 68.000 kommen. 48, dann können wir nämlich hier den Staudamm hinbauen. Der wird uns auch wieder ein bisschen Strom bringen. Ist auch gleich direkt angeschlossen. Dann haben wir auch hier schon bereits eine Brücke hier rüber. Dann können wir hier das Industriegebiet dementsprechend fortsetzen. Gut, der ist scheiße positioniert. Scheiße, den müssen wir abreißen, abreißen, abreißen. Ihr seht, was wir hier gerade produziert haben. Einfach nur eine riesen Überschwemmung. Hoffentlich trifft das nicht meine Stadt hier, Leute. Ach du Schande. Hier Alcatraz sollten wir auch mal bauen. Dann würde ich aber sagen, wir nehmen wieder solche Dinger hier. Fortschrittliche Windturbinen. Die sind nämlich auch im Wasser gut zu gebrauchen. Dürften wir soweit wieder alles so versorgen, damit dass die Leute auch wieder happy sind. Klar, hier drüben fehlt noch der Strom, aber sobald die zusammengebaut haben, ist da auch soweit Strom, beziehungsweise, ja, okay, soweit, so lange will ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht warten, weil ich Angst habe, dass uns mir die Leute davon laufen. So, jetzt habt ihr schon mal einen Strom. Erdkabel kann ich ja leider keins verlegen. Müssen wir es so machen. Hier ist auch alles fleißig am Arbeiten. Dann schauen wir mal hier. Ich starte währenddessen mal wieder den Timer, nicht dass ich es wieder vergesse. Start, schauen wir mal hier wegen Bodenbeschaffenheit. Genau, da sind wir mitten im Ölfeld drin. Das ist natürlich super. Wir werden auch die Straße hier dementsprechend auch noch dem Ölfeld anpassen. So, jetzt ist wieder das Geld alle. Ist typisch. Ich will aber noch eine Verbindungsstraße hier runter aufbauen. Und zwar soll die zum Wohngebiet dazugehören. Da gehen wir mal hier auf die Viertel. Durch das hier Schwerverkehrverbot ist, hoffe ich mal, dass ich das schon gesetzt habe. Nee, habe ich noch nicht. Gehen wir mal hier auf Richtlinien und zwar Stadtplanung und zwar hier Verbot für starken Verkehr. Passt das in der Regel auch. Was machen wir noch hier hin? Zusatzisolierung, harte Gefängnisstrafen, kontrollierter Drogenkonsum. Das alles kommt hier mal hin ins Wohngebiet. Hier müssen wir auch noch ein bisschen was bei den Richtlinien bearbeiten. Denn was ihr noch fehlt, ist das, das und das. Das muss auch noch dazu. Wir haben eigentlich gar kein Gebiet. Das ist natürlich schade. Das setzt man natürlich auch noch schnell hin. Und das hier ergänzt hier das Ganze.
sondern dann haben wir hier ein Riesengebiet. Und hier haben wir auch wieder eines, soweit so gut. Genau, hier machen wir nämlich jetzt auch eines. Wie gesagt, das wird die Erzindustrie werden. Und dann machen wir es so, dass wir jetzt erstmal hier das Wasser hochziehen. Das ziehen wir gleich hier so hoch. Oder können ja von mir aus auch dann Leute wohnen. So, dann haben wir das. Dann müssen wir noch die Stromleitung hochziehen. Dann haben wir hier natürlich wieder unsere Bubblehöhe. Da müssen wir die Richtlinien auch wieder dementsprechend bearbeiten. Wir haben hier Hightech-Häuser, Planung für Industrie. Besteuerung machen wir mal nix. Zusätzliche Resilienz sowie harte Gefängnisstrafen gibt es hier natürlich auch. Dann würde ich sagen, machen wir hier nochmal kurz bei den Flächen einmal noch was für Öl hier hin. Die Ölraffinerie, und dann könnt ihr soweit schon wieder anfangen hier zu schuften, sobald ihr mal eine Fläche zugeordnet kriegt. Haha. Und weil hier unten ja der Strom rankommt, würde ich sagen, fangen wir auch hier mit der Industrie an. Kleistert man das Ganze hier mal zu, dann kann sich hier schön ransetzen. Natürlich auch noch. Das ist dann das Hauptgebiet, also da kommt aktuell am meisten ja, Öl vor. Sollte man natürlich dann auch aus dem Erdboden rausholen. Dann haben wir bereits wieder eine riesige Fläche zugeteilt. Ja, die ersten bauen auch schon hin. Sieht doch gut aus hier. Bobs, Plastiktüten. Ja gut, dass mit sowas angefangen wird, ist halt dann leider mal so. Da müssen wir mit leben. Hier mit dem Strom aus. Reicht das Ganze bereits? Ja, es reicht. Dementsprechend kommen hier die Leitungen weg. Und dann baut sich hier das Ganze von alleine auf. Können dann hier auch mal das Industrie, das Wohngebiet hier nach hinten vergrößern. Gleich wie hier rüber. Die Häusergrenze würde ich so nach draußen setzen. Einfach aus dem Grund, dann können wir noch mal normale Häuser hinbauen. Ist dann doch irgendwo die freundlichere Art und Weise als wie hier die Hochhäuser. Und so, und dann machen wir hier das Ganze natürlich auch noch. Ich weiß, das ist immer wieder so ein kleines Schachtelprinzip, aber so gehe ich halt am meisten Häuser hin auf eine kleine Fläche. Und ja, ihr wisst ja, wie das Ganze so abläuft. Wohngebiet ist immer was, was groß gefragt ist, und wir werden da auch mittendrin mal Industrie reinsetzen. Einerseits hier bereits, da würde ich sagen, dass das hier auch so ein kleines Fleckchen wird, einfach um Nahversorger da mit einzubinden. Wo haben wir sonst noch Mangel? Hier hoch kann man natürlich noch mit Nahversorgern gehen, können hier alles Geschäft da rein. Pflanzen wir das Ganze hier aus, dann hier rum können Geschäft dahin. Hier würde ich nichts hinmachen, einfach aus einem gewissen Grund.
Und hier das Ganze wird auch noch Wohngebiet werden. Wir sind eine großartige Stadt. Wir haben 20.000 Mitbewohner. Wir haben ein Solarkraftwerk gekriegt. Das können wir jetzt bauen. Das würde ich auch gleich mal hier nutzen. Machen wir kurz mal Pause hier. Schauen wir mal, ob wir das Ganze schon bauen können. Nö, wir haben mal zu wenig Geld. Kostet 80.000. Dementsprechend setzt man das Ganze hier auch wieder fort. So, da ist ein Gebäude abgebrannt und hier ist auch ein Großbrand. Wo ist die Feuerwehr? Wo bleibt die Feuerwehr? Wir haben doch hier überall eine Feuerwehr gebaut. Eine kommt da schon. So, könnte das ja auch bitte gelöscht werden, dann sind wir wieder happy. Gut, die fährt vorbei. Ja, komische Feuerwehr, die fährt da einfach am Brandherd vorbei. Das darf natürlich auch nicht sein normalerweise. Nichtsdestotrotz schauen wir mal, ob sich hier bereits mehr ansiedelt. Wir haben hier bereits Ölbohrtürme, haben wir da. Pumpen ist unser Geschäft, heißt die Firma. Natürlich ein schöner Firmennamen. Nicht. Egal, wir werden definitiv jetzt hier noch mal einen Bahnhof hinbauen, einen Güterbahnhof. Denn so einer ist natürlich wichtig. Hier drüben, der ist glaube ich auch gut im Geschäft, also da kommen und gehen die Züge. Wir werden auch diese Schienen hier wegreißen, weil. Ja, wobei, so können Züge, die nicht hier hin müssen, vorbeifahren. Das ist natürlich auch nichts blöder. Haben wir hier auch so. Das werden wir, glaube ich, so beibelassen. Ansonsten würde ich das Zugnetz nicht großartig anbinden. Straße würde ich sagen, wir gehen jetzt hier so rüber. Wird auch dann noch alles Wohngebiet werden. Wir noch eine Hochhausschlucht hinbauen? Ja, maximal hier. Sagen gut, wir haben hier noch den Bereich. Bauen hier hin eine Hochhausschlucht. Also das wird nochmal Wohngebiet, der Rest wird Hochhausschlucht. Können wir noch ordentlich was an Bewohner unterbringen. So, hier können wir auch noch einiges an Leutchen unterbringen. Hier, wie gesagt, das ist auch ein Riesengebiet. Da können wir definitiv was unterbringen. Können wir auch wieder einen Anschluss machen, würde ich sagen. Frage ist, wie stellen wir das an? Ah, das ist eine Vorrangkreuzung, das passt sogar. Das machen wir so. Hier schließen wir auch so rüber. Nur mit dem Unterschied, wir ziehen wieder das Wohngebiet. Also. Da haben wir jetzt ein bisschen Kack gemacht. Löschen wir wieder. Hier so, das Ganze wird aufgefüllt. Hier so auch. Dann haben wir hier wieder einen wunderschönen Bereich. Wobei, dann können wir hier auch so machen. Hier müssen wir dann nochmal schauen wegen den Richtlinien, wegen Verkehr und so, weil da darf natürlich jetzt hier kein starker Verkehr durch. Genau, das haben wir auch. Hochhausverbot machen wir definitiv nicht. Wir werden jetzt hier auch nochmal eine Quereinbindung machen, weil die Straßen hier können wir ja dementsprechend dann verbinden. Beziehungsweise hier und hier so. Würde ich sagen einmal. Dann machen wir mal so. Können wir dann auch innen drin alles hochziehen. Wir werden auch mal hier das Ganze, den Steinhaufen hier wegräumen.
Dabei räumt so viele kleine Steine. Ne, die bleiben liegen. Also so viele kleine Steine, die räume ich nicht weg. Bin doch nicht blöd hier. Gut, Wohngebiet brauchen wir aktuell nichts. Wir können aber hier mal mit dem Industriegebiet hochfahren. Hier kann man dann auch mit der Industrie fortsetzen. Das ist ja auch weniger das Problem. Kleine Industrie oder so, die können wir hier schon anpflanzen nachher. Anpflanzen, ja gut. Der Ausdruck ist halt nicht so richtig. Die Ampel hätten wir hier sowieso, dementsprechend ist das egal. Ich glaube, hier braucht man die Stromleitung definitiv nicht mehr. Schauen wir aber erstmal hier rein beim Strom. Bevor wir die wegreißen, die brauchen wir definitiv. Stört nur, dann können wir nämlich hier auch mit der Straße soweit weiter ins Geschäft eintreten. Hier noch Industrie aufziehen, was auch ziemlich wichtig werden wird. Siedeln sich auch bereits wieder kleinere Industrien an. Hier geht es auch flott voran. Das ist natürlich auch wichtig, denn je mehr Firmen wir haben, desto mehr Steuern kriegen wir und desto guter steht uns, desto besser steht unsere Stadt auch in den Löchern. Ansonsten kann ich mich aktuell gar nicht mal beschweren. Es sieht alles soweit gut aus. Können wir unsere Stadt wieder erweitern? Nein, können wir nicht. Das nächste Gebiet wird wie gesagt das hier werden. So, aber machen wir jetzt eine großartige Stadt. Dann kommt eine Hauptstadt. Da brauchen wir 32 Bewohner. Da kriegen wir dann auch einen Hafen hin und 2x2 Kilometer wieder dazu. Jetzt würde ich mal sagen, schauen wir mal hier auf. Wir können Alcatraz bauen. Wir bauen unser Alcatraz. Dafür brauchen wir aber erstmal hier eine Straße und Alcatraz wird natürlich heavy werden. Also da kommen alles Gefängnisse hin. Wird rein nur Alcatraz werden. Und hier drüben kommt dann der Hafen hin. Also da können dann die Leute mit den Schiffen wegfahren. Jetzt aber erstmal hier das Gefängnis. Called Alcatraz. So. Gebäude kann man in der Regel auch umbenennen. Alcatraz. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig geschrieben. Ich weiß es nicht. Eins steht definitiv fest. Wir haben kein Wasser. Dementsprechend fahren wir hier einmal so rüber. Dann haben wir das auch. Wir müssen auch mit der Stromleitung von hier aus hierher fahren. Dann ist das, steht das Ganze soweit. Wir nennen es auch um in kein Paragraphen hinten dran. Geiles Bild hier machen, das wird dann auch als Thumbnail von gehen. Dann haben wir das. Sonst so in der Stadt aus, wir müssen mal ein bisschen hier wieder die Abrisskeule schwingen. Ist nämlich was abgebrannt. Hier hat uns jemand verlassen. Hier ist auch was abgebrannt. Feuerwehr irgendwo hier drüben hinsetzen. Kommt ihr nämlich schneller zu den Einsätzen. Und dann ist das alles auch bei weitem nicht mehr die Thematik, die wir aktuell haben. Produzieren aktuell viel zu wenig Strom. Eindeutig.
hier eine Solarzelle hin. Aber erstmal warten, bis dass wir die Kohle haben für so eine Solarzelle, weil dann kommt die auch dementsprechend dahin. Kostet aber 80.000 Flöcken und das nächste ist dann das Atomkraftwerk, dafür brauchen wir 44.000 Einwohner. Ich weiß, ist die schmutzigste Energie, die man hier hinbauen kann, aber ist glaube ich auch mitunter die beste Lösung. Da drüben ist wieder jemand gestorben. Könnt ihr meine Kollegen bitte abtransportieren? Wir müssen auch hier wieder eine Stromversorgung hinsetzen. Da würde ich sogar jetzt einen Umweg nehmen, einfach um hier die Industrie nicht zu benachteiligen, wenn ich wieder hinbauen will. So, dann haben wir das Ganze soweit fertig. Ich würde auch sagen, das war es wieder an dieser Stelle von dieser Folge. Wenn dir das Ganze gefallen hat, wäre natürlich ein Däumchen nach oben gut. Unsere Stadt wächst, man sieht, die Grundrisse stehen schon wieder. Vier neue Gebiete, die wird auch dementsprechend dann auch weiter ausgebaut. Ich bin jetzt auch an dieser Stelle raus, verabschiede mich und würde sagen, das nächste Mal geht's hier weiter. Ciao, Leute.